Sylt ist überall, nicht nur in jeder gut sortierten Buchhandlung, sondern auch auf der weltgrößten Buchmesse, die gestern in Frankfurt zu Ende gegangen ist. Sylter Auflagenheldin bleibt die in Westerland aufgewachsene Dora Held, die auf der Buchmesse unter anderem ihren neuesten Krimi Böse Leute vorstellte. Die seit 8 Jahren auf Sylt lebende Autorin Sina Bärwald stellte nach Mordsmöwen mit Heringsmord ebenfalls einen Kriminalroman mit Sylt-Bezug vor. Die bekannte Sylt-Krimi-Autorin Gisa Pauli punktete mit ihrem Dauerbrenner Mama Carlotta. Diesmal aber kein neuer Krimi, sondern mit Dio Mio, Mama Carlottas gesammelte himmlische Rezepte. Die Faszination Sylt lebt natürlich besonders in Bildern. Deshalb gibt es einen neuen Bildband, der auf Käufer wartet. Ich glaube, das sind zwei große Gruppen. Einmal sind es natürlich die Hardcore-Sylt-Fans, das ist völlig klar. Die wollen irgendwas über ihre Insel auch mit nach Hause nehmen. Und zum Zweiten sind das die Leute, die von der Insel träumen. Auf der letzten Sitzung der Gemeindevertreter Sylt wurde der bereits vorgestellte Feuerwehrbedarfsplan einstimmig angenommen. Der Plan soll als Entscheidungsgrundlage für Beschaffungen, Ausstattung der Wehren dienen und Informationen zum Bestand der Mitglieder, Fahrzeuge und notwendiger Maßnahmen zur Verbesserung und langfristigen Sicherstellung des Brandschutzes dienen. Der beschlossene Bedarfsplan wird vom Kreis Nordfriesland benötigt, um Fördergeldanträge für Fahrzeuge zu treffen. Die für das Jahr 2016 vorliegenden Anträge konnte noch keine Entscheidung getroffen werden, da der Beschluss erst jetzt vorliegt. Nun wird die Verwaltung und die Gemeindewehrführung beauftragt, die zur Sicherstellung des Brandschutzes notwendigen Maßnahmen zu ermitteln und umzusetzen. Auf der Sitzung der Gemeindevertretung Sylt wurde das Parkraumbewirtschaftungskonzept für die Gemeinde Sylt einstimmig angenommen. Die ersten Schritte des Konzeptes sollen bis zu Beginn der Hauptsaison 2017 realisiert sein. Es wird eine neue Tarifstruktur eingeführt, die das Parken im öffentlichen Straßenraum gegenüber dem Parken auf Großparkplätzen verteuert. Auch soll ein neuer zeitlicher Rahmen sowie die Abschaffung einer Höchstparkdauer außer bei Bahnhöfen und dem Flughafen umgesetzt werden. Jedoch wird die Parkzeit der Parkplätze mit Parkscheibe im Trift am ZOB von einer halben Stunde auf eine ganze Stunde ausgedehnt. Die Markierung auf den Großparkplätzen wird an aktuelle Standards angepasst. Zudem besagt das Konzept, eine verbesserte Beschilderung der bestehenden Parkplätze vorzunehmen. Im Zuge der Erweiterung der gebührenpflichtigen Bereiche fallen Kosten von rund 5.000 Euro pro Parkscheinautomat an. Mit dem Parkraumbewirtschaftungskonzept sollen die zahlreichen unnötigen Fahrten und verkehrsbedingte Emissionen durch den Parksuchverkehr vermieden werden. Die Fraktion CDU und SWG konnten mit ihrer Mehrheit in der 9. Sitzung der Gemeindevertretung Sylt die Verringerung des jährlichen Erbbauzins am Morsumer Bahnhof durchsetzen. Der Erbbauzins für die Gewerbegrundstücke in der Ladestraße am Bahnhof in dem Inseldorf wurden von 10 auf 6 Euro pro Quadratmeter geändert. Schon im letzten Jahr hat der Finanzausschuss beschlossen, dass die 7 Grundstücke mit einem jährlichen Zins von 10 Euro für die Dauer von 10 Jahren verpachtet werden. Die Insulanerpartei hat jetzt mit Empörung über die Änderung reagiert. Laut der Wählergemeinschaft wurde ohne vorherige Ankündigung und entgegen der Beschlüsse der Preis reduziert. Jetzt kostet in der Ladestraße der Quadratmeter Erbpacht für gewerbliche Grundstücke deutlich weniger als die Erbpacht, die Privatpersonen für Wohngrundstücke zahlen. Zudem sieht die Partei das Vorgehen der CDU und SWG als Klientelpolitik an. Am Samstag heißt es im Friesensaal in Keitum Metal gegen Kinderkrebs. Organisiert und veranstaltet wird das Benefizkonzert von der Sylter Band Inselsturm. Einlass ist ab 18 Uhr, Konzertbeginn ab 19 Uhr. Hi, mein Name ist Chris, ich bin der Gitarrist von Inselsturm. Mein Name ist Jimmy und ich bin Gitarrist und Leadsänger der Band Inselsturm. Gemeinsam präsentieren wir euch Metal gegen Kinderkrebs, eine Benefizveranstaltung zugunsten der Sylt-Klinik in Wenningstedt. Mit dabei sind unter anderem I Am Noah aus Trier, geht in Richtung Metalcore, dann haben wir Meister Scheiße aus Hamburg, Red Light Season aus Hamburg, Crowstorm aus Flensburg und natürlich uns von der Insel Sylt. Also seid dabei, wenn es heißt um 19 Uhr am 29.10. im Friesensaal Keitum Metal gegen Kinderkrebs. Kauft Tickets unter www.inselsturmsylt.de oder bei uns auf Facebook einfach Metal gegen Kinderkrebs oben in der Suchleiste eingeben. Dann werdet ihr weiter verlinkt und kauft Tickets. Gemeinsam sind wir stark. Also kommt vorbei, kauft Tickets, sichert euch Festivalbändchen und seht Ballerei ohne Ende. In den nächsten Wochen kommen erhebliche Unannehmlichkeiten auf Sylter Pendler und Gäste zu. Diverse Bauarbeiten der Deutschen Bahn führen zu Verspätungen und Zugausfällen. Vor allem der eingleisige Abschnitt zwischen Niebüll und Klangsbühl, auf dem Fern-, Regional- und Autozüge fahren, wird zum Problem, da es keine Ausweich- oder Überholmöglichkeiten gibt.
Jetzt ließ der CDU-Bundestagsabgeordnete Ingbert Liebing verlauten, dass bei den Verhandlungen über zukünftige Verkehrsprojekte in Berlin auch über ein zweites Gleis für die Strecke diskutiert wurde. Jedoch beginnen die Planungen für die Strecke nicht vor 2030. Die diesjährige Deichschau auf Sylt zeigte, dass sich die Deiche der Insel in einem guten Zustand vor der Sturmsaison präsentieren. An dieser Schau nahmen Vertreter des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, des Landschaftszweckverbandes sowie der Nationalparkverwaltung teil. Laut der Experten sind die Deiche insgesamt wehrhaft. Jedoch gibt es auf der Binnenseite des Nössedeiches drei Naschstellen, die bereits im nächsten Jahr trockengelegt werden. Allerdings besteht keine Gefährdung des Deiches und auch keine Gefahr für die Bevölkerung. Am Mittwochabend eröffnete die neue Ausstellung Barrieren begreifen, Brücken beschreiten ihre Türen. Die in Schwarz-Weiß gehaltenen und somit kontrastreichen Bilder wurden von den zwei Pädagogen Johannes Dohl und Dr. Marco Böhm erstellt. Die Ausstellung Barriere begreifen und Brücken beschreiten heißt so, um tatsächlich darauf aufmerksam zu machen, dass überall sich, egal wo wir uns befinden, Barrieren befinden, in jedem Menschen und in jeder Situation. Und dass der Weg ist, wir darauf aufmerksam machen möchten, einfach genauer hinzugucken und diesen Schalter im Kopf umzulegen und zu sagen, komm, wir können auch aufeinander zugehen und damit werden die Brücken gebaut. Die Ausstellung umfasst 27 Bilder, die teilweise zwei Story-Fotos und ein Porträt der jeweiligen Person zeigen. An der Vernissage nahmen viele Freunde und Bekannte der beiden Künstler sowie Kunstliebhaber und die porträtierten Menschen teil. Wie die Leute reagieren? Ich hoffe, dass die Leute es verstehen und natürlich auch, dass sie es gut finden und dass sie ein bisschen was mitnehmen von dem, was sie sehen. Die Ausstellung kann bis zum Januar 2017 in den Sylter Werkstätten von Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr kostenfrei besucht werden. Der neu gegründete Förderverein 5-Städte-Heim e.V. sucht Mitglieder zur Unterstützung, damit das Erholungs- und Schullandheim fit für die Zukunft gemacht werden kann. Es sollen die Aufgaben, die die Modernisierung der Gästezimmer und den Einstieg in die regenerative Energieversorgung umgesetzt werden. Hauptziel des Vereins ist es, neue Jugendgruppen in das 5-Städte-Heim am Meer im Inselsüden zu holen. Zur Umsetzung der vorhandenen Pläne werden Menschen gesucht, die das Haus mit viel Einsatz, Leidenschaft und auch mit eigenen Projekten unterstützen können. Auf der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses in der letzten Woche wurden die Ergebnisse der Kostenschätzung für die Sanierung der Hallen 28 und 25 von dem beauftragten Architekturbüro vorgestellt. Für die Erneuerung müssen ca. 5 Millionen Euro investiert werden. Jedoch fehlen unter anderem in der Schätzung die Kosten für die Entfernung des Schimmelpilzes. Mit den Laborergebnissen soll sichergestellt werden, ob der Befall gesundheitsgefährdend ist. Die Liste der Mängel ist lang. Die Fassaden, Fenster und Türen beider Hallen müssen saniert werden. Zudem ist es wichtig, dass der Innenbereich beider Hallen die Auflagen des Brandschutzes erfüllt. Hierbei sollte ein zusätzlicher Fluchtweg in der Halle 28 geschaffen werden. Auch müssen die Schäden an den Dächern und die feuchtigkeitsbedingten Schäden ausgebessert werden. Große Sorge bereitet den Gutachtern der Umstand, dass die Halle 25 einsturzgefährdet ist. Nun werden weitere Ergebnisse abgewartet und die Gemeinde Sylt plant die Kosten für die Sanierung für das Haushaltsjahr 2018. Die Deutsche Bahn führt Gleisbauarbeiten im Bereich des Bahnübergangs Morsum durch. In der Zeit von Freitag 11. November 8 Uhr durchgehend bis Montag 14. November 17 Uhr und gegebenenfalls in den Nächten bis Freitag 18. November kommt es zu Lärmbelästigungen. Es werden die Gleise und der Bahnübergangsbelag erneuert, sowie Tiefbau- und Straßenbauarbeiten durchgeführt. Zum Einsatz kommen unter anderem eine Gleistopfmaschine, zwei Wegebagger, ein Schotterflug, Rüttler und Trennschneider. Damit der Zugverkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt wird, können diese Arbeiten nur in den angegebenen Zeiten durchgeführt werden. Die Deutsche Bahn ist bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen und Veränderungen im Bauablauf nicht ganz ausschließen. Eine Genehmigung für diese Arbeiten wurde durch die Gemeinde Sylt und das Eisenbahnbundesamt erteilt.